So, 5000. Geknackt, sehr gut. Sagen. Also um uns mal vorzustellen, mal generell. Das ist der Florian und ich bin der Ferdinand. Und normalerweise sind wir hinter der Kamera. Ja, und jetzt sind wir hier und wollten euch doch einfach mal den Kanal ein bisschen Revue passieren lassen. Uns den Kanal Revue passieren lassen. Stimmt. Weil wir haben jetzt einige Jahre dafür gearbeitet, dass der Kanal wächst und dass ihr schöne Sachen zu sehen habt. Jeder von uns hat 3 Videos sich überlegt, ausgeschrieben, wo er mal was dazu sagen möchte, was ihm vielleicht aufgefallen ist oder was er witzig findet. Aber vorher... Was ist denn euer Lieblingsvideo? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Jetzt. Jetzt. Wir warten auch. Wie fandest du Rampage? Gut. Richtig geil. Ja, wer ein Hardcore-Fan ist, kann jetzt in die Beschreibung gehen. Da seht ihr das ganze Video, was wir hier gerade aufgenommen haben. Wir haben es natürlich ein bisschen geschnitten, weil es viel zu erzählen gibt. Ja. Ungekürzt in der Infobeschreibung. Ja, wer will anfangen? Schnick, schnack, schnuck. Nee, eigentlich muss ich ja anfangen, weil ich ja schon länger hier bin. Okay. Ich bin schon lange hier bei Bike Components und habe vorher im Service angefangen und hier gearbeitet. Und dann irgendwann, als ich mit ein paar Kollegen in Whistler war, auch Philipp war dabei, unser jetziger Geschäftsführer. Und der hatte mich halt gefragt, ob ich nicht halt ein paar Videos machen möchte. Und wir hatten dann auch unterwegs halt die Möglichkeit, Raceface kennenzulernen, die Jungs von Raceface, und haben die besucht und haben dann auch dort schon direkt einfach mal ein Video gemacht. Wo bist du? Ich bin hier heute auf dem roten Gambler. In der Deep Cove von Vancouver war das. Aber der Trail war ein Secret Trail. Den darf man eigentlich nicht fahren. Wir sind trotzdem gefahren, geführt von Raceface. Das ist hier diese mega Steilstelle. Oh ja. Da fährt der Sören das an und Sören kann eigentlich echt viel fahren. Und er einfach blind reingefahren. Und fährt das runter. Und man kann nicht sehen, dass danach mega, mega steiles Feld ist von einer riesen Wurzel, wo du eigentlich auf der Wurzel fahren musst, weil das sonst nicht anders wirklich fahrbar ist, ist das blind gefahren. Und als er unten stand, hat er das angeguckt und gesagt so, okay. Hätte er es wahrscheinlich von unten gesehen. Hätte ich es von unten gesehen, wäre ich es nicht gefahren. Und danach sind wir schön essen gegangen. Schön. Also das war dein erstes Video. Das war mein erstes Video, was ich gemacht habe. Das ist eins meiner Highlights, weil wir halt in Whistler waren und da gefahren sind. Ja, da kann mein erstes Video gar nicht mithalten. Mein erstes Video, das ist eigentlich gar nicht so spannend. Ein Quark Shockwiz. Ja. Mit Christoph und Thorsten. Ich hab's da zusammengefasst. Die wichtigen Bestandteile dieses Videos. Okay. Ah, geil. Geil. Geil, das ist geil. Ach, geil. Voll geil. Ja, geil. Geil, danke, Thorsten. Geil, das Intro besteht eigentlich nur aus Guides. Your turn. My turn. Die erste große Reise, die ich gemacht habe mit Bike Components. Christoph, Julian und ich durften nach Kalifornien zum Sea Otter Festival. Highlight an sich war der Roadtrip, den wir gemacht haben. Wir waren dann zum Beispiel in San Luis Obispo, kurz SLO, wo E13 einen Teil seines Hauptquartiers hat, und haben dort Connor getroffen. Wir waren auch in Santa Cruz, im Hauptquartier von Santa Cruz. Wir waren bei Fox, wir haben da eine Führung gekriegt. Eine der heikelsten Momente war, wir hatten gerade die Drohne neu, ich habe die mitgenommen und bin einfach rumgeflogen. Und als wir dann unterwegs waren mit Connor und Scotty von E13, wir haben dann oben so einfach eine Aussicht gehabt und habe dann einfach gesagt, okay, ich lasse die Drohne hier steigen und fliege über die Leute und so. Und man kann in dem Video sehen von der Drohne, dass dort ordentlich Wind war. Die Windrichtung war so, dass ich die Drohne nicht mehr zurückholen konnte zu mir, wo ich stand. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich muss jetzt tiefer kommen, um vielleicht in den Windschatten von dem Berg zu kommen. Und das hat einfach nicht viel gebracht. Ich habe einfach den Trail gesucht, den wir gleich runterfahren werden, und bin dann auf dem Trail gelandet. Und als wir dann ankamen an dem Trail, war das die einzige glatte Stelle im Trail. Das waren alles nur Steine, voll mit Steinen. Hatte einfach nur Glück, dass diese Drohne nicht kaputt war. Das wäre es gewesen, direkt erster Flug oder erstes Projekt und dann direkt, ja, witziges Video. Da war ich selber nicht dabei oder wir waren nicht dabei. Mhm. Es war die Mega-Valanche und der Julian ist da gefahren. Ja. Wer die Mega-Valanche nicht kennt, unbedingt angucken. Wir haben ein tolles Video dazu gemacht. Es startet auf der Skipiste und du fährst erstmal ein paar Pisten runter. Ja. Und im Schneefahren ist jetzt nicht so einfach. Nee, wahrscheinlich nicht. Der eine oder andere hat sich halt hingelegt. Mm.
zack. Und er räumt den nächsten ab, ist schon so geil. Und alle rutschen. Ah, zack, nee, da hat sich Julian jetzt hingelegt. Schon. Da kommt er an. Und er rutscht weiter, rutscht weiter. Und das ist das Geilste. Er gegen ihn und er hat sich. Und dann die Ersten setzen sich schon freiwillig hin, weil sie wissen, sie legen sich eh hin. Es gibt noch viel. Ich konnte, oh, er hat das Bike losgelassen. Ja, und er ist auch. Sehr gut, ja, und sehr gut, Julian, wirklich top. War ätzend zum Schneiden, weil es halt viel Material ist. Du hast halt anderthalb eine Stunde oder sowas. Ja, ich glaube, Stunde 10 oder sowas war es. Du musst halt einmal sichten und dann nochmal. Ja. Und dann hast du 360 Grad. Das heißt, genau. du musst noch überlegen, so, okay, was nehme ich jetzt von. Das war aber dann zum Glück das Highlight davon. Und das hat es ein bisschen erträglicher gemacht. Und immer, wenn ich keine Lust mehr hatte oder es ein bisschen zäh war, habe ich mir einfach den Anfang nochmal angeguckt. Dann hatte ich wieder gute Laune. Mein letztes Highlight-Video, BC Ice Derby 2017. Wir gucken uns einfach mal an. Ja. Drew als Dick Doucet und ich weiß nicht, wie kam... Geil, keine Ahnung. Sascha als Ice P. Ja. Vielleicht sein DJ-Name oder was auch immer. Ice so geil. Guck dir das mal an. Allein nur für den Spaß für mich habe ich damals den Leuten gesagt, also die dreimal, viermal das gehen lassen und bitte nochmal, dass ich die einfach so oft stürzen sehe, wie ich will. Der erste Take war schon gut. Der erste Take war schon so super, ja, aber machen wir nochmal und nochmal und nochmal. Es war halt cool für mich, weil ich habe mir dann einfach Schlittschuhe angezogen und bin mit dem Gimbal und der Kamera dann. Hat aber ganz gut funktioniert, bis auf eine Szene. Ich bin gefahren und kannte eigentlich alles, was auf dem Eis lag. Nur irgendjemand hat irgendwann dann das Bike Components Banner hingelegt aufs Eis und ich wusste das nicht. Und ich habe einfach auf die Kamera geguckt und bin einfach über dieses Banner gefahren und habe mich dann voll hingelatzt. Und das Geile war, mitten im Rennen habe ich mich hingelegt und dann habe ich mich dabei auch aufgeregt. So, oh, legt der so einen Scheiß da hin? Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss weiterfilmen. Das war mein letztes Highlight. So, dann kommen wir zu meinem letzten Highlight. Also, mein letztes Video, mein Favorit, ist erstmal, die Dreharbeiten waren mega geil und das Endprodukt ist mega geil geworden. Was glaubst du, ist es? Flechtwerk? Nee. Ah. Also, es ist Gent. Es ist Six Days of Gent. Genau. Erstes Mal beim Sechstagesrennen mit dabei gewesen. Die vorher Bahnrad gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Deswegen mega, mega viele Eindrücke. Dann noch in Gent. Richtig Party. Ja. Wir haben zwei Videos gemacht. Wir haben einmal Gent aus der sportlichen Seite und einmal die Party-Seite. Wir sind mit einem Bus mit 40 Kollegen von uns sind wir da hingefahren. Du bist schon vorgefahren. Ich war schon vorgefahren und habe das Ganze gedreht hier von der Sportlerperspektive aus. Und ich habe natürlich die Party-Szenen gemacht im Bus. Alle gut drauf. Natürlich haben sich alle schon darauf vorbereitet, jetzt gleich in Gent weiter zu feiern. Ja. Und ich wollte einfach ein bisschen filmen, wie ist die Stimmung. Ja. Wollte die Mitarbeiter ein bisschen zeigen. So, und dann war Christoph, aber super lustig drauf, wie er halt nun mal so ist. Und hat quasi jeden, den ich quasi interviewen wollte, hat er halt einen Floh ins Ohr gesetzt. Und die haben halt alle das Gleiche gesagt. Beim zweiten Mal war es auch mega witzig so. Beim dritten Mal, ja, okay, kann ich aber jetzt vielleicht noch was Vernünftiges haben. Und dann irgendwann nach dem fünften Mal habe ich gesagt, ja, komm. Es wird eh nichts mehr. Und das, was sie gesagt haben, war... Hallo, ich bin der Florian, ich habe einen großen Bizeps. Bizeps. Wir sind die Flos und wir haben so einen Bizeps. So. Ich bin der Flo und ich habe so einen Bizeps. Ich bin der Florian und habe Bizeps. Ich bin der Florian und ich habe so einen Bizeps. Ich bin der Florian und ich habe einen Bizeps. Ich bin der Florian und ich habe Bizeps. Und Christoph hatte Spaß. Christoph hatte seinen Spaß. Ich auch. So sehen Dreharbeiten bei uns aus. Ja, bei mir. Kann echt schwer sein. Also. Entweder man ist in Kalifornien oder man trinkt Bier. Deswegen, ja. Und das waren unsere Favoriten. Unsere Highlights von den letzten Jahren. Genau, Ferdi. Ein paar von denen haben nicht alle Videos geguckt. Ja. Ich habe jetzt eine kleine Auflistung gemacht, was man gesehen haben muss von unseren Videos. Ja. Das Flechtwerk-Video muss man auf jeden Fall gesehen haben. Mega cool geworden. Beast Components. Richtig gut. Cooles den Hausbesuch. Image. Hausbesuch ist mega interessant für alle, die einen Blick hinter die Kulissen haben wollen. Ja. Image-Video finde ich auch ist gut geworden. Super. Die Pop-Up-Challenges, ja gut. Ansonsten für Rennradliebhaber richtig cool geworden, fand ich das Video vom 1. Mai dieses Jahres. Oh ja, unbedingt gucken. Die Mittwochsrunde, die Mittwoch halt zusammen fährt, sich überlegt hat, okay, wir machen mal eine Riesenrunde, das waren knapp 200 Kilometer. Einfach ein schönes Video am Ende geworden. Geil, wir schließen nachher ab.
Kai, willst du mit aufs Video? Kai, komm mal hier. Das ist Kai, unser Fotograf. Wir haben jetzt hier eine Aufnahme, wie Kai durch die Wiesen springt. Geil. Und damit tschüss, Kai. Tschüss. So, vielen Dank für die 5000. Wir haben echt alles probiert. Wir wollen euch einfach einen Mehrwert bieten mit allen Videos und euch unterhalten und einfach auch zeigen, was hier bei uns hinter den Kulissen läuft. Ich hoffe, das schaffen wir auch bei den nächsten Videos. Und wer zukünftig andere Highlights nicht verpassen will, der muss natürlich abonnieren. Genau. Aber wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare, Anregungen. Schreibt mal uns einfach, ihr könnt uns auch auf Facebook oder Instagram schreiben und sagen, hey, macht mal darüber ein Video. Richtig. Das wollen wir sehen. Das hilft uns, Themen zu finden und euch quasi guten Content zu liefern. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also uns wahrscheinlich nicht, wir stehen ja immer hinter der Kamera, aber die netten Kollegen. War das okay? Jo. Kann man machen, oder? Außer, dass ich gedabbt habe, was hast du? Du hast gedabbt. Diese Generation. Ja, Generation Dab. Da bin ich eigentlich schon zu alt für. Obwohl, nee, bin ich nicht. Nee. Ich bin total Generation Dab. Wenn es diese Bezeichnung gibt. Ja, Dab. Dab. Generation Dab. Oh.